Was geht ab, Leute? Heute ist soweit. Wir haben auf jeden Fall das krasseste Teardown-Level gefunden. Und zwar ist man einfach da in einem Flugzeug, was fliegt. Und wenn man natürlich im Flugzeug was kaputt macht, was unterwegs ist, es ist ganz heftig. Luftströmung und alles mögliche, was passiert. Es wird auf jeden Fall so krass, Freunde, was wir alles mit diesem Flugzeug machen werden. Wir werden es komplett zerstören, Experimente machen, außerdem ein paar Dinge werden passieren. Es ist sehr, sehr lustig. Also auf jeden Fall gerne ein Like und ein Abo da. Und jetzt viel Spaß mit dem Video. Also, Freunde, wir können jetzt aussuchen, was wir jetzt hier quasi machen wollen. Wir können jetzt zum Beispiel auf Optionen klicken, können hier auswählen, okay, wollen wir gerne, dass es so ein bisschen regnerisch ist, bisschen Donner oder so, vielleicht Regen oder sogar Sonnenuntergang sein soll, Nacht oder Tag, Leute, beziehungsweise nochmal Sonnenaufgang. Ich würde sagen, wir machen ganz normal Sonne, ganz normales Wetter und gehen dann auch auf jeden Fall direkt mal hier noch in die Map-Option rein. Wir können also sagen, normale Kabinen, so ein bisschen überfülltere Kabinen, so ein bisschen FPS-Kabinen oder allgemeine FPS-Kabinen. Ich würde sagen, wir machen erstmal FPS-Kabinen, Leute. Wir wollen gucken, wie sehr wir diese Spieler an die Grenzen bringen können. Ich bin auf jeden Fall so gespannt, Leute. Jetzt sind wir ja auch schon im Flugzeug drin und ich muss sagen, ich finde es auch auf jeden Fall echt krass zu sehen. Ich bin ja momentan selber sehr, sehr oft unterwegs. Also falls ihr nicht wisst, was ich so noch in meinem privaten Leben mache, folgt mir auf jeden Fall da gerne mal auf Instagram, Leute. Da habt ihr auf jeden Fall hier mal ganz kurz mein Instagram. Da bin ich überall. Ich bin momentan immer viel auf Reisen. Deswegen, ich weiß auf jeden Fall, wie so ein Flugzeug von innen aussieht und sowas habe ich auf jeden Fall noch nie gemacht. Alter, das ist ja so krass, einfach die Sitze kaputt zu machen. Stell dir vor, du sitzt jetzt hier so und auf einmal so ein kleines Kind vor dir rüttelt die ganze Zeit oder hinter dir rüttelt dran. Dann machst du einfach am liebsten, so und dann ist auf jeden Fall das Problem auch geregelt. Ja, macht's auf jeden Fall nicht so, Leute. Wir können jetzt hier auf jeden Fall noch ganz, ganz verrückte Sachen machen. Wir haben sogar Feuerlöscher und sowas. Sag mal, das war ja mal gar nicht geplant. Oh nein, oh oh oh, Flugzeug brennt. Flugzeug brennt. So, nichts passiert. Ja, ja. Okay, ja, wir haben es gleich geschafft. Gleich ist es aus. Gleich ist es aus. Kein Problem. Oh, oh. Oh, oh, alles gut. Alles gut. Reine Vorsichtsmaßnahme. Okay. Sag mal, warum hört das hier auf zu brennen? Verdammt, Leute, es hört nicht auf zu brennen. Ich krieg's nicht gelöscht. Ja, gut, wir müssen die Map neu starten. Na, super. Hat ja super geklappt. 10 Sekunden im Flugzeug, schon fängt es an zu brennen und wir stürzen ab. Na super. Diesmal sind wir ein bisschen vorsichtiger, was so fremde Sachen angeht. Der musste trotzdem sein, Leute. Oh, der musste auch sein. Okay, also. Wenn wir jetzt auch so rausgucken. Pass auf, ich muss mir mal ganz kurz einen Weg frei machen. So, okay. Wenn wir rausgucken, könnt ihr sehen, wir sind gerade mitten in der Luft. Also keine Sorge, ich kann hier nichts zerstören mit so einem Hammer, Leute. Das ist auf jeden Fall deftig Stahl. Also hier kriegt man auf jeden Fall nichts durch, Leute. Aber ich habe natürlich auch noch viele andere Waffen hier links, die man sehen kann. Und mit denen werden wir vielleicht richtig Spaß haben. Also hier merken wir uns nicht gegenhauen. Was ist jetzt das eigentlich für ein Ding? Okay, das war auf jeden Fall schon mal nichts. Das kann ich auch ein bisschen so zerbeulen und so. Gut, hier ist das jetzt ein Feuerlöscher? Nein. Okay, oh Gott, okay, oh, das ist das Telefon. Das Telefon wollt ihr auf jeden Fall nicht kaputt machen, aber krass zu sehen, Leute. Kann ich auch hier die Tür aufmachen? Die Tür funktioniert gar nicht. Ah! 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 Okay, gut, Freunde, dann müssen wir auf jeden Fall mal hier jetzt ein paar Dinge erledigen hier im Flugzeug. Zum Beispiel muss ich einmal ganz kurz hier auf Toilette gehen. So, ja. Und die Privatsphäre ist dann auch damit nicht mehr vorhanden. Falls ihr schon mal mit dem Flugzeug mitgeflogen seid, dann könnt ihr auf jeden Fall wissen, was quasi so eine Toilette macht. Und zwar saugt die einfach nur gefühlt alles Mögliche auf. Wow! Nein! Hilfe! Oh, Alter! Okay, wir... oh Gott. Wir fliegen ja echt. Okay, Freunde. Ich dachte, das war gerade nur so ein kleiner Test, aber anscheinend sind wir gerade wirklich in der Luft. Das heißt, wir können dieses ganze Flugzeug sogar zerreißen. Dann will ich mal wissen, was passiert, wenn ein Loch in der Decke entsteht. Ah, mal gucken, was passiert dann, wenn man so ein kleines Loch in der... Wow! Wow! Alarm! Alarm, Alarm! Captain, Captain, Captain! Machen Sie die Tür auf! Captain, Tür aufmachen! Tür! Tür! Captain, sind Sie da? Was passiert hier? Oh, es sieht gar nicht gut aus, Freunde. Oh, 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 oh mein Gott. Windströme. Da sind die Turbinen. Oh, wir fliegen halt echt, ne? Okay, pass auf. Was passiert, wenn man die Turbine... Hallo? Was ist, wenn wir das ganze Dach abreißen? Was passiert denn eigentlich? Weil wir im Grunde... Okay. Okay. Ha! Nein!
Oh, Leute. Okay, also die Strömung ist auf jeden Fall echt heftig unterwegs. Ich muss mal so ganz kurz was ausprobieren. Was passiert, wenn wir das Flugzeug in zwei Teile durchschneiden? Das würde mich jetzt interessieren, wenn wir jetzt so... Ja. Hey, da ist ja noch eins. Bam, 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 bam. Ha! So, mal gucken. Oh Gott, wir haben ein richtig dickes Loch jetzt da drin. So, pass auf, Leute. Jetzt will ich mal wissen. Wir nehmen jetzt mal ganz kurz einen Lasercutter. Und dann cutten wir mal ganz vorsichtig hier lang und probieren das Flugzeug. Ah. Oh mein Gott. Oh mein Gott, was da gerade explodiert? LOL! Wir haben leider ein Loch unten. Das werden wir noch regeln, keine Sorge. Okay, dann muss ich noch ein paar heftigere Sachen machen. Und dann muss ich einmal ganz so machen, Leute, dass wir jetzt hier mit, guck mal, ich nehme jetzt eine AK. Wir schießen mal mit einer AK jetzt hier durch. So, ganz kurz mal trennen. Okay, das ist zu wenig, ne? Wir brauchen mehr, Leute, wir brauchen mehr. Was passiert eigentlich, wenn man so eine Granate da drin fallen lässt? Hä? Okay, explodiert die auch nochmal, die Granate? Oder... Wow! Oh mein Gott! Also, man kann schon sehen, wir haben hinten im Flugzeug... Oh nein, jetzt fängt es auch noch an zu brennen, ne? Oh, ich will wissen, was passiert, wenn man es jetzt abschneidet. Ich muss es jetzt machen, Leute. Ich muss es jetzt einmal ganz kurz machen. So, mit dem Laserschwert einmal durchschneiden hier. Kein Problem, ich muss ja vorbei. Es tut mir leid. Wichtige Meldung aus dem Weg. Oh, warte, wir brauchen was Heftiges, Leute. Wir müssen es wirklich komplett trennen. Deswegen, wir nehmen jetzt hier mal ganz kurz die Alien-Waffe, glaube ich. Ja. Mbap! 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 Okay, wir haben es gleich getrennt. So, ich glaube, haben wir es geschafft, Leute? Oh, es brennt halt noch. Okay, wir müssen es von unten auch noch ganz kurz machen. Kein Problem, kriegen wir hin. Alles easy, Roger. Kein Problem jetzt hier. Wow! So, nochmal ganz kurz von unten ein bisschen zerstören. Okay, aber... Wow! Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh, es ist explodiert. Es explodiert, mein Game. Machen wir es jetzt mal realistisch, Freunde. Also, alle keine Sorge, ne? Ja, ich hoffe, ihr habt einen guten Flug. Es wird euch auf jeden Fall nichts passieren. Alles wird ganz leicht sein. Bam! Oh, was ist denn jetzt passiert hier? Okay. Wir haben leider, kein Problem, liebe Mitfahrgelegenheit. Hinten ist leider nur ein Taco explodiert. Also alles entspannt jetzt hier, nichts los. Das räumen wir jetzt auf jeden Fall ganz kurz auf. Ich muss dafür einmal, ja, kurz meine Aufräumpistole finden. Ganz kurz einmal durchgehen, so. Kurz sauber machen, ich muss kurz saugen. Kein... Oh. Ja, kurz aufsaugen, es tut mir leid. Ich muss einmal ganz kurz... Wow! Wow! Okay, Alter! Ich wollte nur... Oh Gott! Ich wollte nur aufsaugen ein bisschen. Wo geht denn das jetzt alles hin? Hilfe, da kommt das. So, alles gern kurz mal zu mir. Alles kurz aufsaugen. So, ich muss kurz sauber machen hier im Flugzeug, ne? Ihr wisst Bescheid. So, es soll auf jeden Fall ja nicht weiter brennen. Deswegen, der ganze Dreck muss raus. Ja, der ganze Dreck muss raus jetzt hier. Okay. Ja, ich weiß nicht, ob man so ein Flugzeug quasi noch in so einem Flugzeug sein sollte. Aber mal gucken, wie es so vorne geht in der ersten Klasse. Deswegen holt man sich auch immer die Business-Klasse, Leute. Damit man natürlich vorne immer noch entspannt sitzt, ne? Also, wie wir sehen können, vorne sieht sehr entspannt aus. Ich mache euch... Euch ist kalt oder warm? Okay, warte, ich mache euch mal ganz kurz ein kleines, aber feines Loch rein. So, habt ihr jetzt mal ein größeres Fenster, ne? Ist auch nicht so schlecht. Noch größer. Kein Problem, kriegen wir auch hin. So, oh, ach, die sind eingeschlafen. Ja, gut, das kann natürlich auch mal passieren. So, Freunde, jetzt will ich aber mal wissen, was passiert mit diesem Flugzeug, wenn wir das jetzt quasi... Guck mal, weil wir können hinten sehen, es brennt hinten, ne? Und jetzt müssen wir es ja so machen. Erstmal weg mit dem Flugzeug, ne? Erstmal weg damit. So, hier ganz kurz, ne? Also, merken wir schon, ne? Merken wir schon. Weg mit dem Ding hier. Was passiert, wenn wir jetzt quasi einen kompletten Flügel mit so einem Lichtschwert einfach abschneiden, ja? Also einfach... Oh. Oh. Oh, da gibt es auf jeden Fall eine dicke Explosion dann anscheinend. Aber kein Problem, ich war ja noch nicht fertig, ne? Also, ich war ja noch nicht fertig hier mit dem Abschneiden. So, ganz kurz. Ich hab's gleich, keine Sorge. So, pass auf. Und jetzt hier wieder, zack, mit dem Laserschwert einmal reingehen. Und, hab ich schon abgeschnitten? Immer noch nicht. So, und fertig. Es sollte gleich, es sollte jetzt eigentlich abgeschnitten sein. Oh! Yeah! Es explodiert doch in der Luft, wie cool. So, also wir haben jetzt nur noch einen Flügel, ne? Was passiert, wenn man da mit so einem Laserschwert drin rumbohrt? Passiert da irgendwas Cooles? Geht eigentlich voll, ne? Voll normal. Wow! Ich glaube, das Ding ist kaputt. Wir können ja mal kurz gucken. Wie geht's denn da vorne den Kapitän? Ich helfe euch mal ganz kurz jetzt hier. So, ich mache mal ein bisschen Luft rein, damit ihr auch seht, was noch alles vor euch liegt, ne? Nicht, dass er nachher die Scheibe geschlagen hat oder so. Das will man ja natürlich nicht. So, ist das gut hier? Eigentlich schon, ne?
Oh, man sollte am besten, ey, mit so einem Laserschwert, sollte man am besten nicht durchs Flugzeug durchgehen, weil man damit anscheinend irgendwie alles Mögliche kaputt macht, was man so kaputt machen kann. Und genau das tue ich gerade aus Versehen. Oh, tut mir leid. Oh, 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 oh nein, oh, oh, die erste Klasse. Verdammt, verdammt, verdammt. Oh nein, hinten brennt alles. Keine Sorge, ich komm zurück. Lauft! Lauft! Aus Versehen gedrückt! Lauft! Es Halleluja gleich! Nein! Oh! Oh mein Gott. Ich glaube, das Flugzeug... Ja, also 5-Sterne-Bewertung kriegt man hier, glaube ich, nicht mehr. Ja, ich würde mal sagen, wir trennen mal ganz kurz hinten. Wir müssen Ballast ablassen, ne? Habe ich schon so gehört? Wir müssen Ballast ablassen. Ich sollte jetzt eigentlich nicht draufgehen, aber wir mussten gerade Ballast ablassen, ja? So, und so schnell wird man von einem Großfahrt-Passagierflugzeug... Ah, jetzt denkt es richtig an zu laggen. Zu einem kleinen. Ja, ist doch eigentlich ganz angenehm, oder nicht? Was passiert denn aber, wenn man so richtig krasse Sachen auf das Flugzeug jetzt drauf macht? Guck mal, zum Beispiel so wie das hier. Hammer of Dawn. Oh mein Gott. Oh mein Gott, das ist so heftig. Das ist so heftig. Guck dir das mal an. Eine Flugzeugzerstörung. Eine Flugzeugzerstörung vom Allerfeinsten. Oh mein Gott, die armen Passagiere. Wo geht der Hammer hin? Ich habe ja noch das Ding hier. Ich mach mal ganz kurz. Ich trenne mal ganz kurz hier Ballast ab, ne? Und einmal da. Ja, wow. Wow. Nein. Das wollte ich doch gar nicht. Ich wollte, dass die Piloten überleben, Leute. Oh Gott. Oh nein, das wird jetzt so laggen, Leute. Das sind die Passagiere. Das soll es von dem Video gewesen sein. Ich hoffe, es hat gefallen. Lasst gerne ein Like und ein Abo da. Wenn es so ist, checkt die beiden Videos aus. Dann sehen wir uns morgen wieder beim neuen Video. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.